Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt.tv. Ich freue mich total, dass ihr hier seid und ich zeige euch heute eine extrem gute Eröffnung gegen Skandinavisch. Ich spiele die selbst, wenn ich E4 spiele und ja, wir schauen einfach mal rein. Skandinavisch ist total im Trend. Also es ist nicht nur hier auf dem Kanal so, da ich empfehle ja mit Schwarz auch oder zumindest, wenn man eine simple Eröffnung will, diesen Dame D8 Skandinavier. Und was ich euch heute zeige, funktioniert extrem gut gegen alle Arten von Skandinavisch. Wir können auch mal gleich noch einen kurzen Blick auf Springer F6 werfen. Es geht hier hauptsächlich um Dame schlägt D5. Und hier empfehle ich den Zug Springer F3. Heißt, wir lassen Schwarz überhaupt nicht dazu kommen, in irgendeine einstudierte Variante zu gehen, sondern wir spielen Springer F3 und als Skandinavisch-Spieler, der ich 2 Jahre lang eigentlich, ich habe nur Skandinavisch, alles gegen E4, jede Langzeitpartie Skandinavisch gespielt, Springer F3 ist am nervigsten. Ich denke, einige, die sich relativ gut mit der Theorie auskennen, haben auch keinen Bock auf Springer F3. Wir gehen da gleich ganz genau drauf ein. Ich bitte euch nur, seid so gut, lasst ein Abo da, like dieses Video und wir starten durch. Skandinavisch, wirklich eine gute praktische Waffe. Und wenn wir hier so auf die Spielerdatenbank auf Leeches schauen und wir gehen mal hier so bis Niveau 2000, ist es die vierthäufigste Eröffnung. Wenn wir bis 2.5 auf Leeches gehen, auch noch die vierthäufigste. Das heißt, es wird öfter gespielt als Karo Kahn. Wenn wir auf die Profi, also wirklich die absoluten Profis schauen, dann ist hier auf E4 ist D5 nur der siebthäufigste Zug. Da hat sich nämlich noch, also E4, da hat sich noch eingeschlichen E5, Französisch E6, Karo Kahn C6, D6 Pirk, G6 und erst dann D5. Heißt, es gibt Gründe, weshalb dieser Zug so unter den absoluten Profis nicht der richtige ist. Und ich sage euch eins, in letzter Zeit wurde immer dieser Zug Springer F3 immer trendiger und der ist sehr sauber. Hier gibt es nur einen so richtig guten Zug für Schwarz und der ist Läufer G4. Ich würde aber schon mal wetten, dass viele von euren Gegnern den Zug nicht kennen. Nicht finden, wie auch immer. Weil, ich meine, es geht euch wahrscheinlich auch so. Ihr habt hier das skandinavische Repertoire von mir mit Dame D8 euch vielleicht angeschaut. Und da bin ich nicht besonders tief auf Springer F3 gegangen, weil es spielt eben fast keiner. Wenn wir hier in der Leeches-Spielerdatenbank schauen, okay, dann ist es schon ein bisschen häufiger, weil einfach wahrscheinlich viele Leute jetzt nicht so richtig Ahnung haben, welchen Springer zuerst. Aber auch hier wurde von 9 Millionen Partien nur 1,1 Millionen Mal Springer F3 gespielt und in der Masters-Datenbank noch selteneres Verhältnis. Was ist die Idee dieses Zuges überhaupt? Warum sollte der so toll sein? Warum ist es nicht das Beste, einfach die Dame direkt zu bestrafen, dass sie hier in der Mitte steht? Naja, das können wir immer noch tun. Wir spielen Springer F3 und wir können die Dame immer noch hier vertreiben. Und das Schöne in dieser Variante ist generell, also wir sagen einfach mal hier Schwarz spielt Springer F6, dann spielen wir D4. Und unser Plan ist es, die Dame mit diesem Bauern hier auf C4 zu vertreiben. Also wir lassen den Springer hier stehen und spielen direkt D4 und C4. Die Dame zieht hier zum Beispiel Dame D8 wieder zurück und wir haben ein fettes Zentrum. Wir haben hier die Springer und die Bauern hier kontrollieren sehr, sehr wichtige Felder. Und diese Stellung hier macht für Schwarz keinen Spaß. Wirklich nicht. Die Engine empfiehlt der E6, dann ist auch noch der Läufer eingesperrt. Sagen wir, der Läufer zieht raus. Hier Läufer G4 ist auch Hauptzug in der Stellung. Dann kann man direkt mit D5 anfangen, den Gegner richtig auseinanderzunehmen, weil, okay, also hier, der Springer muss ziehen, zurück will er auch nicht. Sagen wir, geht nach E5 und in dieser Stellung haben wir jetzt ein sehr, sehr schönes Bauernzentrum. Die Bauern hier sind relativ sicher und jetzt gerade drohen wir hier auf E5 den Springer zu nehmen. Also zum Beispiel schlägt, Läufer schlägt, Dame schlägt. Das wäre eine sehr realistische Variation. Also ich möchte jetzt hier nicht nur einfach nur Varianten runterrattern, sondern einfach euch mal so Pläne zeigen. Dann steht man hier plus 2 Bauern. Warum? Der Schwarze kommt nicht richtig raus. Auf E6 nehmen wir. Das ist erstens ein Isolani und zweitens auch B7 weg. Und das ist auch kein schöner Zug. Heißt, Schwarz muss hier irgendwie mit G6 spielen. Und diese Stellung hier ist total unangenehm. Wir sind nämlich besser entwickelt, haben total gutes Zentrum und starke Figuren. Also das, sowas kommt hier aber raus, weil wir eben diesen schlechten Standort der Dame mit D4 und mit C4 bestrafen. Und das ist keine irgendeine dubiose Nebenvariante, sondern das ist absolut im Trend. Das spielen die stärksten Spieler. Hier ist wichtig zu erwähnen, und darauf werden wir jetzt auch tief eingehen, als Läufer G4, es muss Schwarz spielen. Und Schwarz hat relativ gute Ausgleichschancen. Ich würde sagen, aber keine vollkommenen.
Wir schauen uns hier an. Hier geht die Theorie tatsächlich relativ tief, aber ich werde das so aufbauen, dass ihr, auch wenn ihr nicht so viel Lust habt, Theorie zu lernen, hier sehr gut fahrt. Heißt, merkt euch erstens, unser Plan ist D4 und C4. Und auf so ziemlich alles, was Schwarz hier macht, auch wenn er mit dem hier anfängt, wir spielen D4. Und auf Läufer G4 kommen wir wieder in unsere Theorie. Und auf alles andere spielen wir hier C4. Und auch wenn der Bauer auf E6 geht, dann ist zwar der Läufer eingesperrt, dann kann man abwarten mit C4, weil C4 kann man jederzeit spielen, aber wir können auch direkt C4 spielen. Ist eine gute Stellung. Also auf Springer F3, einziger Zug, der nicht in D4, C4 reinläuft, ist hier Läufer G4. So, das ist die Idee von Schwarz. Und ich sage euch, damit Schwarz diesen Zug spielt, muss er sich auskennen, weil das ist nicht der klassische skandinavische Zug. Und in dieser Stellung empfehle ich euch, hier kann man auch verschieden spielen, aber ich empfehle euch Läufer E2. Wir unterbinden direkt die Fesselung. Dieses Schlagen hier wäre natürlich nicht gut. Da haben wir das Läuferpaar und relativ guten Druck, wobei es die Variante gibt. Also hier kann Schwarz direkt Dame E5 spielen und man ist irgendwie dazu gezwungen, jetzt Damen zu tauschen, außer man will mit dem Läufer dazwischen. Hier ist auch ein Zug, den es gibt, König F1, falls man gar keine Lust auf Damen tauschen hat. Die Stellung ist +1 für Weiß. Aber Damentausch ist in Ordnung und wir haben einfach das Läuferpaar in einer offenen Stellung. Heißt leichter Vorteil für Weiß. Ja, aber typischerweise wird hier nicht geschlagen, sondern der Zug Springer C6 gespielt. Auch Springer F6 führt alles in ähnliche Stellung, aber auch hier würde ich wieder mit D4 und C4 spielen. Denkt daran, ihr könnt auch hier erstmal rochieren, das ist schön, ein Läufer E2, jetzt der König in Sicherheit und wir haben hier super, super leichtes Figurenspiel, einfach die Dame vertreiben, weil wir gewinnen halt noch ein Tempo an der Dame und sind zusätzlich weiß, was weiß eben extrem schnelle Entwicklung bringt. Also der einzige Weg für Schwarz hier wirklich gut zu spielen ist Springer C6. Und hier gibt's auch eine wirklich kritische Variante. In dieser Stellung nämlich gibt's ganz, 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 ganz viele verschiedene Züge. Und es gibt auch eine super komplizierte Variante mit D4. D4, lange Rochade, Läufer E3 und in der Stellung E5. Und ich sag euch eins, wenn ihr jetzt sagen wir, habt über 2000 und sucht irgendwie so ganz kämpferische Stellung, dann schaut euch das gerne an. Ich empfehle das hier nicht, weil ich einfach, also man kann simpler spielen und kriegt eigentlich eine bessere Stellung, wenn ihr hier einfach erstmal rochiert. Macht total Sinn, König in Sicherheit bringen. Und man ist bereit für alles, was es jetzt hier gibt. Hier ist mit Abstand der häufigste Zug lange Rochade. Und das ist sozusagen eine Standardstellung hier. Auf zum Beispiel Springer F6 würde ich hier, also H3 kann man immer super einschieben. Überall, weil auf das Schlagen ist total schlecht, oder was heißt total schlecht, das ist falsch gesagt. Die Engine hat gerade sogar empfohlen zu schlagen, aber es ist, die Stellung hier macht einfach für Schwarz keinen Spaß, weil Weiß hat das Läuferpaar und kriegt hier mit irgendwie C3 und D4 auch ein ziemlich fettes Zentrum. Oder erstmal Turm E1, das ist lustig, dass man hier anfängt, alles zu entwickeln, bevor man den Damenflügel entwickelt, aber das sind alles logische Züge und im Notfall stellt man den Bauern auch nach D3, aber zum Beispiel auf lange Rochade wird hier ein Plan sein, total auf Königsangriff zu gehen. Dann kann man zum Beispiel auch mit C3, D4, B4, B5 mit Bauern stürmen. Also solche Stellung hatte ich überall schon am Brett. Oder auf lange Rochade einfach D3, damit das hier sicher ist. Und dann versuchen wir langfristig hier mit unserem Läuferpaar, dem Schwarzen, hier ein ganz, ganz schweres, ganz, ganz schweres Spiel zu geben. Also die Engine mag die weiße Stellung, die sagt schon +0,7. Was relativ gut ist für die Eröffnung. Heißt, in dieser Stellung hier kommt eigentlich fast immer lange Rochade direkt. Das macht total Sinn. Und hier empfehle ich euch jetzt einen Zug, der wird selten gespielt. Aber ich mag den einfach, ist H3. Wieder genau dieselbe Idee. Also ihr seht, das ist ein bisschen anders als sonst spielen. Wir warten, bis wir hier mit diesen Bauern ziehen, in dieser Hauptvariante zumindest. Aber sind schon rochiert. Das ist total, wir haben totale Flexibilität. Wir können auch noch den Springer ziehen. Und das Wichtigste, Schwarz kennt sich in diesen Stellungen typischerweise gar nicht aus. Also wenn er bis hierhin kommt, ist er wirklich gut. Ich sag mal, unter 1800 spielen die wenigsten Schwarzen so. Aber hier zum Beispiel Läufer H5. Und jetzt kann man hier wieder auf verschiedene Art und Weisen spielen. Entweder man spielt wieder mit D3 und Läufer E3 direkt. Aber ich glaube, ich würde hier einfach Springer C3 spielen. Und erstmal die Dame fragen, ey, was machst du hier überhaupt? Wohin willst du? Es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten, wohin die Dame gehen kann. Der stärkste Zug in dieser Stellung ist wohl Dame D7. Also wieder zurückgehen, bisschen noch auf der D-Linie Druck machen. Und hier empfiehlt die Engine jetzt, ich habe den Zug nicht gekannt, bevor ich mich auf das Video vorbereitet habe, Läufer B5.
den Läufer nochmal zu ziehen, aber die Fesselung sieht ziemlich nervig aus und A6 ist auch so ein Zug, den man mit Schwarz wohl nicht spielen will, wenn man hier in diese Richtung rochierte, weil es bietet später meine Angriffsmarke. Ich habe aber in der Stellung immer anders gespielt, nämlich, wenn ich ehrlich bin, D3 und das ist auch total in Ordnung. Wichtig, dieser Läufer hier ist nicht schlecht. Der wird langfristig sich entweder gegen den hier tauschen oder nach F3 gehen. Also hier ist Verschiedenes möglich. Und wenn wir jetzt einmal mal normale Figurenentwicklung anschauen, dann kann der Läufer hier entweder nach F4, nach E3 oder nach D2. Und eine total angenehme Stellung, wenn wir zum Beispiel sagen, hier Läufer F4. Wobei, die Engine findet Läufer F4 nicht gut. Aber die empfiehlt hier Läufer D2. Finde ich ein bisschen komisch und die will halt, dass der nach C3 geht. Aber ich würde ehrlich gesagt in dieser Stellung hier schon versuchen, langfristig am König anzugreifen. Also ihr sucht euch ein Feld für den Läufer. Sagen wir einfach jetzt mal F4 nur als Beispiel. Wir müssen jetzt nicht nur unseren Engine entlang hangeln, weil das sind eigentlich relativ logische Züge. Und was wir hier haben, ist halt eine, also Läufer F4 spielt gegen den Zug E5. Was wir hier haben, ist halt eine total unausgeglichene Stellung mit unterschiedlichen Rochaden, in der wir versuchen können, total brutal auf Königsangriff zu gehen. Und das ist halt was für Schwarz eigentlich nicht das Ziel der Eröffnung war, weil wenn man so zum Beispiel Dame der 8 Skandinavier spielen will, will man eine simple Struktur haben, ohne viel Risiko. Genau. Als Beispiel mal noch hier auf irgendwie Dame A5. Hier würde ich euch raten, also es gibt einen ziemlich krassen Zug, den würde ich euch aber nicht raten, aber ihr könnt es mal, dass ihr es gehört habt. Man kann diesen Stellung B4 spielen. Das ist auch eine Engine-Empfehlung. Und den habe ich tatsächlich auch schon mal so vorbereitet. Ist nicht schlecht, weil, also egal wie, wenn jetzt hier geschlagen wird und nicht zu schlagen, macht keinen Sinn, sonst laufen wir irgendwie direkt durch. Also zum Beispiel hier, sagen wir, die Dame zieht, dann können wir vielleicht hier direkt B5 spielen. Plus 1,5, plus 1,7, weil wir direkt einen Bauernsturm machen und wir wollen ja angreifen. Also wir laufen gern mit diesen Bauern. Sagen wir zum Beispiel, die Dame schlägt den Bauern, Turm B1, und das ist eine ziemlich brutale Stellung. Sagen wir, die Dame geht wieder zurück. Okay, das geht nicht wegen Turm B5, ist der Läufer weg. Die Dame hat nicht mehr viele Felder. Und hier in dieser Stellung steht man einfach extrem gut, weil man schon die B-Linie geöffnet hat, auf Angriff geht. Ein Bauer spielt hier keine große Rolle. Also ihr kennt jetzt den Plan B4, aber ich möchte euch eben auch zeigen, wie ihr intuitiv spielen könnt, ohne jetzt Theorie auswendig zu lernen. Also zum Beispiel einfach D3 und man steht trotzdem sehr, sehr angenehm. Ich sage, die Dame steht auf D7 besser als auf A5, weil jetzt hier ist Läufer D2 wirklich sinnvoll. Und wir sind zwar, haben jetzt nicht die alleraktivsten Figuren, aber der Gegner auch nicht. Und wir haben schon alle Leichtfiguren draußen, der Gegner nicht. Und hier gibt die Engine schon einen klaren Vorteil für Weiß. Und das liegt einfach daran, dass wir hier in den heterogenen Rochaden die besseren Angriffschancen haben. Also wir kommen ziemlich schnell mit Bauern. Ja, zum Beispiel hier würde ich mal versuchen, A3 zu spielen. Zum Beispiel der Läufer entwickelt sich. Oder sagen wir, vielleicht ist E7 das bessere Feld. Also ich weiß nicht, hier zum Beispiel kann man G4 schon spielen und auf Läufer G6 dann B4 die Dame zieht. Und die hat gar keine guten Felder mehr. Hier steht sie in der Läuferdiagonale drin. Und auf diesen Zug kommt zum Beispiel Läufer E3. Und jetzt ist die Dame eigentlich so ziemlich gefangen, weil jetzt D4 kommt. Also das sind Beispielvarianten. Also die Dame steht hier nicht unbedingt gut, aber es ist ein sehr häufiger Zug. Also ich muss ehrlich sein, ich habe die meiste Zeit in diesen Stellungen hier Läufer E2, Springer C6, Rochade. Nee, ich habe die Variante mit D4 gespielt, vor Rochade. Aber das ist totales theoretisches Minenfeld. Da gibt es dann auch so ganz kranke Opfervarianten. Also Dame F5 zum Beispiel, Läufer E3. Hier in dieser Stellung ist der Hauptzug zu schlagen und Springer schlägt D4, also mit einem Opfer zu spielen. Und das kann man alles machen, aber die Variante, die ich gezeigt habe, ist viel leichter intuitiv. Einfach erstmal rochieren und diese Stellung hier spielt sich wirklich wie von selbst, weil wir einfach einen klaren Plan haben, wir greifen den gegnerischen König an. Und deshalb wollte ich dieses Video hier machen, weil wenn man die ganz klassischen skandinavischen Strukturen spielt, zum Beispiel Dame A5 oder so, dann gibt es hier nicht diese gegenseitigen Rochaden mit krassen Angriffschancen. Das ist ein ganz anderes Spiel, was ich deutlich langweiliger finde und ist auch, man macht, der Schwarze ist hier genau in seinem Terrain. Ich kenne das ja, ich spiele auch skandinavisch. Okay, nochmal kurz auf diese Variante mit Springer F6. Ich muss ehrlich sein, ich habe hier
Also, ich kurz eine Empfehlung, wo ihr euch gerne einlesen könnt, was total Sinn macht, auch langfristig zu spielen, ist hier mit D4 und dann eben auf Springer schlägt D5 diese Varianten mit C4. Das ist, hier steht man relativ gut, wird es auch schaffen, Eröffnungsvorteil mitzunehmen und ihr könnt das auch ohne groß Theorie spielen. Ich habe nur mein Leben lang was anderes gespielt, aber ich bin mir bewusst, dass die Variante, die ich jetzt empfehle, theoretisch weniger wertvoll ist als mit schnell D4 und C4 spielen. Aber ich habe es eben mein Leben lang gespielt und möchte es euch einfach mal hier zeigen. Also Springer C3. Ja, sorry, natürlich schlagen, Springer F6 und jetzt Springer C3 habe ich gespielt. Und die Idee ist es hier, Läufer C4 zu spielen. Also erstmal gar keinen Bauern zu bewegen, schnell mit Figuren raus. Und das ist total, ist eine Trickvariante. Es gibt hier einiges an fiesen Fallen und so. Aber die Stellung ist ausgeglichen. Also hier zum Beispiel Springer B6. Ist Ausgleich und deshalb würde ich euch, also wenn ihr wirklich was Langfristiges lernen wollt, lieber zu den D4, C4 Varianten raten, aber nur so als Beispiel, wie die Partien laufen können. Irgendwie Springer F3, hier haben einige Läufer G4 gespielt, das stellt direkt ein, zum Beispiel Vincent Kaymer hat das gegen mich mal gespielt im Blitz, als er nur so 2-4 hatte. Schlagen, schlagen, Springer G5. Ist eine ziemlich coole Taktik. Zum Beispiel Schwarz spielt E5, dann zum Beispiel D3, jetzt Läufer G4. Jetzt funktioniert das Opfer nicht, weil hier sich die Dame zurückopfert. Das könnt ihr mir glauben, ihr könnt es aber auch mal kurz nachvollziehen. Das ist eigentlich die klassische Taktik. Aber jetzt kommt es, das ist wirklich wunderschön, H3, der Läufer zieht. Und jetzt haltet euch fest, Springer schlägt E5. Ich wiederhole gleich noch bis zu dem Punkt, falls euch das interessiert. Aber es funktioniert, also wenn der Springer genommen wird, nehmen wir den Läufer. Sollte der jetzt wirklich die Dame fressen, dann treiben wir den König komplett raus. Das hier ist plus 9, diese Stellung, also ist gewonnen für Weiß. Schach, man opfert hier sogar den Springer. Ihr könnt das gerne mal in der Engine eingeben, aber es macht jetzt wenig Sinn, das so tief zu analysieren. Aber diese Stellung hier ist gewonnen für Weiß. Und es gibt halt eben, es gibt relativ viele von diesen Tricks. Vielleicht mache ich da auch mal ein extra Video dazu. Also, ich wiederhole doch mal kurz diese Variante hier. Aber wie gesagt, bereitet lieber die mit D4 und C4 vor, weil ich hatte, so als ich dann irgendwann stärker wurde, ein bisschen Probleme mit dieser Variante, weil viele Schwarzen, die sich auskannten, dann relativ simpel ausgeglichen haben. Springer B6, Läufer B3. Das ist die Idee. Also, wir haben hier diese Figuren und haben immer Druck auf F7. Und das Schöne ist eben, dass diese Fesselung hier nie funktioniert. Da laufen viele rein. Besser wäre es, also das, die Variante, die wir gerade hatten, war E5, D3 und dann dieser hier. Dann locken wir erst den Läufer auf H5 und können dann auf E5 nehmen. So, viele spielen hier aber an dieser Stellung auch Läufer F5. Und hier, also die Engine sagt jetzt hier tatsächlich bis 0,5, aber aus praktischer Erfahrung, das hier ist eine ausgeglichene Stellung. E6. Und wenn man jetzt hier gut spielen will, dann sollte man versuchen, mit A4, A5 ein bisschen Raum zu gewinnen. Und auf selbst A5 wird das Feld B5 tendenziell relativ schwach. Ja, also das sollte eigentlich eher so über die skandinavische Variante mit Dame schlägt D5 ein Video werden. Aber jetzt habt ihr mal ein bisschen so Ideen. Also es war jetzt nicht vollständig zu dem. Zum Beispiel kann Schwarz hier auch in dieser Stellung C6 spielen. Da habe ich die Variante Dame F3. Der Springer ist gefesselt, wenn der zum Beispiel schlägt, ist Dame F7, König D7, naja, vielleicht erstmal einfach zurücknehmen und dann matt setzen, plus 9. Also der Springer kann sich nicht bewegen und auf Dame F3, wenn er zum Beispiel E6 spielt, dann ist der Läufer eingesperrt und wenn hier in dieser Stellung, eigentlich haben die meisten hier sogar Läufer E6 gespielt. Wenn der kommt, spielt man Springer GE2 und der Springer kriegt auch relativ schöne Felder. Und man spielt ja einfach aktiv mit Figuren und erstmal ohne Bauern, was mir eigentlich gut gefällt. Aber die Variante ist wohl nur ausgeglichen. Aber man kann das probieren. Also wenn ihr jetzt einfach Lust habt, ein Repertoire komplett gegen alles Skandinavische zu haben, werdet ihr da gut damit fahren. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Abo da, liked dieses Video. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt gern drunter. Danke, danke, danke an alle, die so regelmäßig unter den Videos kommentieren. Das ist für mich unglaublich schön. Ich habe jetzt relativ viel zu tun gehabt und habe jetzt gestern mal ganz viel Kommentare beantwortet, was mir auch total Spaß macht, mit euch zu interagieren. Voll cool, dass ihr hier seid. Macht's gut. Ciao.